Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es wohl seit dem letzten Update eine Möglichkeit, eure Twinks geartechnisch ein wenig nachzuziehen. War so ein bisschen versteckt, habe ich jetzt auch erst mitbekommen. Deswegen möchte ich euch direkt einmal darüber informieren, was ihr machen könnt. Ihr könnt Mythisch Plus Gear mit Tapferkeitsstein kaufen. Also mit diesen Steinen hier. Und eine Kiste kostet 300, 350. Ich zeige euch gleich wo, dann gucken wir nochmal eben nach. Und damit könnt ihr ein Plus-Gear rausziehen. Und dann kriegt ihr 593, meine ich, 4 von 8. Könnt das dann noch ein bisschen hochziehen. So könnt ihr 600 plus auf jeden Fall schnell erreichen. Wenn ihr mal nachschaut mit den Tapferkeitssteinen, wie viel ihr auf eurem Char habt. Zum Beispiel, ich habe jetzt, ne, ihr könnt ja hier sehen, auf meinen Chars zusammen mehr als 4000 Stück, ja hier 4612, da würde ich einen komplett gieren können, weil diese Items dann oder diese Kiste ist dann Kriegsmeuten gebunden und ihr könnt die untereinander herschicken, hin und her schicken. Das ist ganz geil. Wo befinden wir uns? In Dornogal, hier da hinten ist das Auktionshaus, hier ist die große Vault und hier, da wo auch die Portale sind für die M+. Um zu den einzelnen M-Plus-Inis zu kommen, steht hier, der Kollege hat hier diese Kiste, die ihr euch dann kaufen könnt, 593. Der einzige Nachteil an der Stelle ist, das muss man ganz klar wissen, dass ihr ein Rating von 1000 haben müsst, um diese Kiste zu kaufen. Ihr müsst also mit eurem Main eine Kiste, ein Rating, hier eine Wertung für Mythisch Plus von 1000 haben. Steht hier jetzt nicht, weil ich eine höhere Wertung habe. Aber dann könnt ihr diese Kiste hier kaufen. Und ich kaufe mal eine. Und verschicke die jetzt mal eben kurz an meinen anderen Char. Dann machen wir die mal einmal eben zusammen auf und gucken uns das Ganze an, was drin ist. Zack. Senden. Hab's an den Paladin geschickt. So, ich stehe auch direkt schon hier vor. An der Stelle müsst ihr natürlich beachten, dass die Kiste euch für die jetzt ausgerüstete Spezialisierung hinter Gear gibt. Also ihr seht hier nochmal ganz kurz, Wertung erfordert, Mythisch Plus von 1000. Ne? Nur damit ihr da nochmal gesehen habt. Und was auch noch hier in Klammern steht, ist, dass die Beutespezialisierung jetzt für Vergeltung ist. Also wenn ihr keine Vergeltungsspezialisierung haben wollt, müsst ihr die einmal ändern. Bot-Spezialisierung, dann geht ihr auf Heilig, Schutz, Vergeltung, je nachdem, was ihr haben möchtet. So, gehen wir mal ganz kurz hier zum Briefkasten. Hier weiß ich, dass auf jeden Fall einer ist. So, da habe ich die Kiste. Und ihr seht, die ist Kriegsmeuten gebunden. Und jetzt kriege ich hier, mal gucken, was rauskommt. Nice, für mich jetzt auch direkt ein Upgrade. 593, 4 von 8. Mythisch. Kann ich direkt anziehen und dann könnt ihr direkt hingehen, je nachdem wie weit ihr seid, wie viele Marken ihr habt, könnt ihr dann hingehen und hier bei diesem Kollegen dieses Teil direkt aufwerten. Jetzt könnte ich hingehen, jo, 7 von 8 kostet mich jetzt hier von den 30 und von den 180, bam, dann habe ich den 603er Teil, maximal bis 606. So seid ihr ready für die nächsten M+ Dungeons. Und eventuell auch Hero, je nachdem, was die Leute suchen. Also Hero Raid. Und genau, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like dafür, um keine weiteren Videos in Zukunft zu verpassen. Und das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kuss.